einsam geworden bist. Also das war so, mein Mann kam eines Tages von der Arbeit nach Hause und war ganz aufgeregt und sagt, du musst dir unbedingt einen TED-Talk angucken. Den hatte er nämlich im Internet gefunden. Und der wurde gegeben von Salman Khan. Und er meinte, das wäre ganz toll, das wäre so eine Online-Lernsoftware irgendwie. Und ich sollte mir das unbedingt auch angucken. Und dann habe ich das gemacht. Was dachtest du, nachdem du den TED-Talk angesehen hast? Ich dachte, wow, wie cool. Ich fand es super spannend. Nicht nur, dass es da Lernvideos auf dieser Khan Academy gibt, sondern auch, dass es ein integriertes Übungsportal gibt, wo man also gleich das neue Gelernte anwenden kann und testen kann, ob man es verstanden hat. Also ich war sehr begeistert, habe mich sofort auf die Webseite begeben, habe mir einen Account erstellt und gleich mal angefangen rumzuspielen, und zwar in dem JavaScript-Programmierkurs. Sehr cool. Beim Rumspielen auf der Webseite habe ich dann auch so das Kleingedruckte mal gelesen und da stand dann so Volunteers und Translate und da habe ich dann mal so rangeklickt und dann habe ich gedacht, das ist toll. Also das gibt es nicht auf Deutsch, es gibt zwar schöne Lernvideos und es gibt auch nette Internetseiten, aber so eine Kombination aus beiden konnte ich nicht finden. Und deshalb habe ich gedacht, ich schreibe da einfach mal hin und werde mal mich bereitstellen, mit meiner Zeit ein bisschen mit zu übersetzen. Wie hast du Khan Academy Deutsch helfen? Also erstmal habe ich angefangen, den Inhalt der Webseite mit zu übersetzen über das Crowdin-Portal. Und das fiel mir aber nicht so einfach, weil ich nicht so der bombenmäßige Rechtschreibspezialist bin auf Deutsch. Dann habe ich gedacht, vielleicht könnte ich Untertitel schreiben für die Videos. Das habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Und dann hat mir irgendwer gesagt, hey, du übersetzt jetzt die ganzen Early Math Videos mit Untertiteln und eigentlich brauchen wir die alle als echtes Video. Und irgendwie gab es keinen, der das gemacht hat. Und ich sagte, okay, wenn das keiner macht, dann versuche ich das mal. Obwohl ich mir nicht sicher war, ob das wirklich so mein Talent ist. Dann habe ich so 3 Probevideos aufgenommen und die kamen gut an. Und seitdem bastel ich Videos für Khan Academy Deutsch. Was motiviert dich, bei Khan Academy Deutsch mitzumachen? Ich würde sagen, meine eigenen Probleme damals in der Schule mit Mathe und auch ein bisschen mit Chemie, weil ich hatte da nicht so die besten Verhältnisse zu den Lehrern, glaube ich. Also irgendwie haben die was mir erklärt, aber ich habe keinen Plan gehabt, was sie mir erklärt haben. Und ich hatte das Glück aber, dass meine Eltern mir ein paar private Nachhilfestunden spendiert haben bei einem älteren Schüler. Und der hat mir das so toll erklärt, dass ich überhaupt keine Schwierigkeiten mehr hatte. Und dann war die nächste Arbeit gleich eine 1-. Da habe ich mich so gefreut. Und ich dachte, wahrscheinlich gibt es viele Leute, die nicht in der gleichen glücklichen Lage sind wie ich, die sich private Nachhilfestunden nehmen können. Und dann dachte ich, vielleicht ist so eine Videoanleitung die zweitbeste Methodik. Was möchtest du unseren Zuschauern noch sagen? Also ich möchte sagen, ein ganz herzliches Dankeschön an all die vielen fleißigen Team Khan Academy Deutsch Mitglieder, die so viel Zeit und auch Geld teilweise investieren. Ich finde es ganz toll und ich finde, es macht richtig Spaß, in so einer freiwilligen Organisation was Gutes zu tun. Für die Leute, die sich auf Khan Academy auf der Webseite aktiv beteiligen wollen, würde ich sagen, bitte kommentiert Videos, diskutiert Fragen. Desto mehr Leute da einen Input machen, desto mehr können wir auch darauf eingehen, desto mehr können wir Fragen beantworten, desto mehr ist die Diskussion am Laufen und desto mehr wird allen geholfen. Ich glaube, das war's ungefähr. Dankeschön, Sunny, für deine Zeit. Sehr gerne.